Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder. Ich lasse gar nicht lange auf mich warten und baue jetzt unser neues Modell Cabriolet, würde ich sagen. Sportwagen als Cabrio könnten wir das machen. Jetzt mittlerweile wird alles so sehr, sehr vielfältig, kann man sehen, ne? Wir könnten alle Modelle, Typen bauen, mit Schiebedach, ohne Schiebedach, aber wir bauen jetzt ein Cabrio extra als Sportwagen. Ich würde sagen, wir gehen in den Mittelklassebereich rein und werden jetzt sagen, ähnliches Modell herstellen. Oder als Oberklassefahrzeug voll ausgestattet, wie dieses Auto auch, ein ähnliches Modell herstellen. Und dann ist das hier das nicht das Copy, sondern wir nennen das das Oberklasse und dann Cabrio. Ja, mit I, Doppel-I lassen wir so stehen, das klingt auch richtig gut. Und werden das Dach natürlich auf Cabrio wechseln. Sieht auch schön aus. Ein Cabrio, Sportwagen. Ich weiß nicht. Das zählt, glaube ich, normal zu den Oberklasse-Dingern jetzt hier. Wir werden den einfach mal im Mittelklasse-Bereich platzieren. Einfach aus dem Grund, weil wir da wahrscheinlich bei diesem Modell auch richtig Geld nehmen können. Hoffe ich mal. Der ist voll ausgestattet. Ne, bleiben wir in der Oberklasse. Weil ich wollte gerade sagen, das ist ja volle Hütte hat der ja. Oder wir machen ein richtig teure Mittelklasse-Sports-Cabrio so. 42.000, aber das ist glaube ich, Mittel, so Sportmitte ist eh. Nee, Sportmittel ist günstig, Sportmittel Cabrio wird teuer. So ist es. Und den lassen wir einfach hier vielleicht noch mit drüber laufen. Nee, Sportwagen sind alle drüben. Zeitplan ändern, Sportmittel und jetzt kommt Sports Cabrio hinzufügen und dann haben wir den. Ne? Läuft. Mängel haben wir immer noch ganz viele. Die Nachbehandlung der Mängel wird bald mal notwendig werden. Wie wird sie es? Okay, wir sind wieder runter vom Kurs hier. Ja, viele Autos. Oberklasse vor allem ja auch wieder, ne, rumstehen hier. Alarmanlage, Entertainment-System. Also, das sind so rote Sachen, die auf jeden Fall da rein müssen, anscheinend. Ich weiß nicht, warum es uns Mängel. Klimaanlagenmontage, okay. Nicht installiert. Okay. Und hier haben wir Heizung. Das sind so Standarddinge vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt rot markiert dann sind mit aller Gewalt. Weiß ich nicht. So, die Herstellung der eigenen Sachen ist auch ganz toll. Ich glaube, wir können aber sonst nichts eigenes herstellen. Forschungsbüro. Ja, das haben wir ja. Versorgungslager klein. Ja, dadurch könnten wir natürlich ne, direkt irgendwo, wenn wir Mängel haben oder einen Mangel irgendwo haben, können wir das direkt da anknüpfen. Ja, unser Verkauf. Wir haben ja wieder Werbung geschaltet. Sieht doch recht gut aus. Und ja, 29, 30 Autos, das geht ja. 77 Verkauf, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt 100%. Offroad fehlt nur noch und dann natürlich die Luxusdinger, die auch so langsam so ein bisschen was werden. Also könnten wir könnten auch alle Luxusmodelle machen. Wir können auch, wenn wir Luxusmodelle machen, überall. Ja, wir müssen da vielleicht noch mal ein paar neue Systeme einbauen dann und dann im Luxusbereich einfach mal ein Auto dafür herstellen. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Oder ich warte, bis ich alles erforscht habe und gehe dann auf Luxus. Was haben wir da? Sport, da ist jetzt irgendwas neu. Klimaanlage muss da rein. Kein Problem. Und ja, in Zukunft kriegen die Autos das auch. Also ja, oder ihr könnt sehen, wir haben von der Produktion jetzt zwei Linien fertig komplett und damit können wir alles bedienen zurzeit, für uns zumindest, damit wir noch im Gewinn drin sind. Ja, mal nicht, mal wohl. Ausgaben der 24 Stunden waren natürlich 1,8 Millionen weg. Auf 24 Stunden gesehen haben wir aber auch, uiuiui, nee, 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 uiuiui. Wir haben Komponenteneinkauf, der ist sehr hoch. In der letzten Stunde ist er auch immer, ja, wir kaufen viel dazu, ne? Puh. Vielleicht können wir da noch ein bisschen sparen in Zukunft. Ich weiß noch nicht. Strom wird auch weniger gerade. Wir müssen vielleicht nochmal die elektrische Anlage zukaufen, aber ich will ja auch, ja, wir müssen Gewinn machen, ne? Das ist ja auch wichtig. Kraftwerk, besseres geht noch gar nicht. 96, 98, machen wir noch einen mehr und dann hoffe ich mal, dass wir demnächst, wenn das fertig ist, weitere Dinge selber bauen können. Hupen, das machen wir mal, das geht bestimmt schnell. Wir nehmen also erstmal hier alles raus und machen erstmal das hier. Dann die Diagnose. Dann kommen die Hupenherstellung.
Scheinwerfer-Sitzherstellung. Das sind alles günstige Herstellungsdinger, die wir schnell machen können. Auspuffherstellung, ja, ist alles take it easy, kann man sagen. Ne? Und dann wird das schon komplizierter mit der Herstellung. Die Frage ist, ob wir uns das überhaupt dann noch leisten können. Ne? So viele Herstellungsanlagen. Ich hätte dann ja schon mal ein paar. Klimaanlage wird auch oft eingebaut, also bauen wir dann die auch. Frontscheibe, machen wir einfach mal Zubehör komplett. Komplette Zubehör, stellen wir selber her. So, dann können wir auch Reifen, Lenkrad. Vielleicht müssen wir dann auch wieder, das ist viel, ne? Viele Forschungspunkte. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich was ab Klimaanlage, das wieder löschen. Und erstmal Technologien entwickeln. ABS ist immer noch dran. Fahrer-Airbag sollte vielleicht auch mal kommen. Wir sehen hier, dass gewisse Dinge universal, ich weiß nicht, was das heißen soll. Luxusklasse hat das universell. Das heißt, ja, sehr selten, selten gewöhnlich mittlerweile bei Oberklasse. Universell. Universell wäre cool, wenn ich das... Ach so, da will ich mal gucken. Geht, ja, dann müssen wir Autos auf Bestellung machen, ne? Geht aber ja gar nicht, ne? Autos auf Bestellung geht ja gar nicht. Geht das? Können wir etwas enthalten? Nicht enthalten. Ne? Die roten Dinge? Enthalten? Nicht enthalten. Wir können da jetzt nichts Universelles machen. Name, Preise. Achso, so können wir das sortieren. Stil. Okay. Nach Name geht auch. Soll mir auch egal sein. Auf jeden Fall. Ah, universell. Toll. Können wir jetzt auch nicht mit so viel mit anfangen. Ja, gut. Machen wir jetzt mal so weiter. Forschung läuft. Das Design. Dann können wir da auch wieder Geld sparen. Hier, das kann dann abgerissen werden. Diese Mitarbeiter brauchen wir dann nicht mehr, wenn das mit dem letzten Design durch ist. Wir haben alle Autodesigns erforscht. Ja, und können dann wieder das sparen. Wir könnten natürlich die Forschungsabteilung vorantreiben. Aber ihr seht, wir müssen auch hier Autos einfach verkaufen. Ich schaue nochmal, wir haben 30 Autos, wo stehen sie alle rum? Also da nicht. Kann ich auch blättern? Nee, geht nicht. Ach, was ist das? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich habe meine Zeit, weiß ich nicht mehr. Die Uhr ist kaputt. Nee, nicht kaputt, sondern ausgegangen. So, 0003. Oberklasse natürlich. Ja, was wollen wir machen? Da können wir nicht viel machen. Der Preis ist schon unten. Der Mittel-SUV. 7 Stück. Wir werden folgendes machen. Wir reduzieren die Produktion von SUV-Mittel. Da weiß ich nämlich, dass wir die noch recht hoch haben. War das hier? Zeitplan, SUV? Nee. SUV ist dann hier. Zeitplan, SUV-Mittel. Da haben wir das. Da. Machen wir nur einen. Das reicht ja anscheinend erstmal. Dann müssen wir gucken, was haben wir noch? SUV mittelweich, 7, 2, Oberklasse. Kompakt geht, Mittel, yeah, was ist damit los hier? Mittelklasse kann ruhig günstiger noch sein, noch günstiger. Oberklasse ist ja schon ganz günstig, ne? Das, tiefer geht ja gar nicht. Sportskomfort, ja, es passt so. Ansonsten, wo stehen die Autos rum? Pickup Mittel, A2 ist schon ein bisschen viel, mal wieder günstiger, noch günstigerer. Günstiger Rahne und dann Oberklasse geht fast nicht weniger. Also da müssen wir einfach Abverkauf machen. Jawohl, so kann das gehen. Und ja, wir sind soweit echt durch, ne? Wir produzieren viel, bald produzieren wir ganz viel selber. Nachdem wir dann die Fehlerdiagnose behoben haben, können wir immer mehr selber produzieren. Das ist auch wichtig. Ich weiß noch nicht. Wir bauen alles dann sofort ein. Wir haben zusätzliche Einkommen. 2,5 Millionen haben wir eingenommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Problem ist immer, ich gebe mir immer viel Geld auch aus. Also. So, jetzt für die Nachbesserung. Ist schon verbessert. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das Marketing sofort wieder starten lassen. Ja. Und dann können wir die Autos besser verkaufen. Ja, kostet zwar 400.000, aber insgesamt, ich darf natürlich auch nicht immer so viel ausgeben. Und jetzt habe ich wieder eine, okay, es war ein kurzes Lecken. Nun ja, da
dann ist das eben so. Ah, okay. So, so. Hier, guck mal, schön die ganzen grundierten Autos. Wo stockt das denn? Das stockt denn hier nach? Geht's nicht weiter bei der Politur? Nein, wir haben hier eine Störung gerade. Und ansonsten geht das irgendwo hier, kommt das zum Erliegen. Wir zoomen mal raus. Wir sehen also, hier ist es auch rot. Wir können da natürlich auch sagen, Statusstörung. Wir kaufen da mal, oh, jawohl, Hupenhäschel. Wir kaufen da mal ein bisschen Roboter. Und dann geht das da schneller. Hatten wir hier auch so. Wir sehen, das geht jetzt auch recht zügig dort. Und dann müssen wir mal gucken, wo das sich dann wieder staut. Davor geht das auch manchmal nicht schnell genug. Auch hier haben wir noch die Möglichkeit, auf Roboter zu gehen. Alle kaufen ist natürlich sehr, sehr teuer. Ja, siehst du. Jetzt ist das ganz normal hier. Leichtes Stocken. Aber das haben wir jetzt gelöst, das Problem. Und steile Exporte. Jawoll. Stellt 350 Autos in 20 Stunden in einer einzigen Spielzeit her. Jawoll. Schön. Auch das haben wir geschafft. Mal toll, dass sie es mal zeigen. Solche Ziele, die man erreicht hat. Hier staut sich das auch. Weil es hier bei der... Keine Ahnung, halt das bei der Grundierung? Nee. Nein. Ja doch, es gibt einen Rückstau, ne? Deswegen. Aber die Scheinwerferherstellung, wir sehen aber auch hier... Ach, hier ist auch eine Störung. So, wir können ja mal was herstellen. Und wenn ich mir das so angucke mit den Spiegeln und Scheinwerfern, schauen wir erstmal direkt nach. Was ist es denn? Wir können Zubehör bauen. Scheinwerfermontage, Hupenmontage, also Scheinwerferherstellung. Die Scheinwerferherstellung ist dann so groß wie hier. Und wo müssen sie eingebaut werden? Am Ende erst irgendwann. Nach dem Lackieren hier irgendwo. Ja, da liegen sie und ich glaube, dann bauen wir das. Wir bauen das hier so ran. So. Und dies ist schon gut angeschlossen sogar. Schon richtig angeschlossen. Die Scheinwerfer werden jetzt hier nur noch bevorzugt lokal, ne? Also egal was wir brauchen, können wir das alles hier herstellen. Herstellung von Sitzen. Ich weiß ja gar nicht, die stellen jetzt Produktion Licht. Okay, wir stellen Licht her. Keine Scheinwerfer, sondern Licht. Wir werden dann hier Upgrades oder einfach das Licht bevorzugt lokal holen. Adaptive Scheinwerfer anscheinend nicht. Achso, adaptive Scheinwerfer kaufen. Machen wir das auch? Dann können wir ja beides machen, oder? Upgrades. Und auch das bevorzugt lokal. Dann müssen wir gucken, wo die andere Lichtplatte ist hier. Licht ist hier nochmal. Bevorzugt lokal. Okay, das ist erledigt. Und das nächste Ding, was wir selber machen können, ist dann die Hupe. Die Hupen, wo werden die denn eingebaut? Kommen nach dem Licht. Jetzt könnten wir... Oh, wir sind ja richtig fleißig. Die Hupenherstellung, auch die können wir hier hinsetzen. Und da brauchen wir aber noch ein Förderband, irgendwie, wie auch immer. Verbinden wir nochmal so. Die Hupen-Upgrades einführen. Okay, egal, wo der Stahl wegkommt. So, dann die Hupen. Bitteschön, nur noch lokal. Das machen wir auch hier hinten. Wo sind da die Hupen? Dort auch nur noch lokal. So, dann das nächste. Ich weiß gar nicht, wie teuer mal die Herstellung da so ist. Sitze können wir auch herstellen. 36.000. Und die Sitze passen ja gut überall hin. Wo waren sie auch noch? Wo waren die Sitze denn? Die werden recht früh eingebaut. Wahrscheinlich. Och Mann, ey, ich komme hier nicht mehr mit. Ach so, bei Zubehör. Das ist also nach dem Motor. Wir sehen das auch anscheinend. Hier ist der Motor. Wo sind die Sitze denn? Hier ist das was leer. Innenraum. Ach, ungenug. Ach, da sind die Sitze. Ja, okay. Nein, Karosserie, Allrad. Uiuiui. Wir machen ein bisschen langsamer auf Pause. Wir wollen jetzt die Sitze erstmal herstellen. Und auch die können wir vielleicht hier irgendwo hinsetzen. Upgrades. Leder, Stahl, bevorzugt lokal. Nein, okay. Also, die sollen. Ja, das kaufen wir auch.
Wir werden gucken, das ist aber alles angeklemmt. Wir können jetzt sagen, Sitze, Upgrades, nee, Einführung, Sitze. Zumindest die Sitze kriegen wir. Ein Servo geht da natürlich nicht, aber die Sitze kriegen wir lokal. Weil die Sitze auch, das Sitze ist ja richtig, ne? Jo, Sitzproduktion. Auch hier irgendwo müssen Sitze sein, dort. Und dann machen wir die Sitze auch bevorzugt lokal. So, noch mehr. Ich kann ja gucken, Motor, Auspuffmontage. Ja, das muss natürlich, Motor ist hier hinten. Nee, Motor kommt am Ende. Die Auspuffmontage haben wir hier am Ende nochmal. Die Auspuffanlagen. Da liegen sie. Da liegen welche. Wir können das zum Beispiel tatsächlich auch dann einfach mal so hier ansetzen. Ja, oder so. So ist auch gut. Richte ich da schön rein, wie sie es gehört. Und dann sagen wir hier dem, dass du nur noch Auspuff lokal. Auspuff, da kann ich glaube ich nichts einstellen. Wir können nochmal ein Upgrade machen. Stahl lokal geht ja nicht. So, Auspuff. Innenraum, Heizung. Ich bin verwirrt manchmal, ne? Also Auspuffanlage taucht dann hier auf. Da. Machen wir da mal alle upgraden. So, dann Auspuff bevorzugt lokal. Noch mehr Anlagen hier. Marketing, Kraftwerk. Forschung, nee. Dann haben wir alle gebaut bislang. Also alle Sachen, die selber bauen können. Haben wir jetzt 1,9 Millionen haben wir sogar. Junge, Junge, Junge. Wir haben richtig stark sowohl Ausgaben als auch Einnahmen, die nach oben schießen. Ich hoffe mal, dass die Ausgaben sinken. Mal schauen, wie das jetzt ist. Jetzt haben wir auf Pause gehabt. Wir können jetzt mal in Ruhe gucken, wenn wir ein paar Fabriken haben, die mit denen wir selber was herstellen, dass wir dann da ein bisschen vorwärts kommen. Und ich kann ja, stimmt, erstmal müssen wir hier wohl wieder was Neues dazu machen. Wir sehen, Klimaanlage ist mittlerweile Standardware. Auch das müssen wir jetzt schnell verändern. Alarmanlage und... Ach so, das ist ja Offroad, das ist ja eh noch nicht interessant. Den müssen wir ja auch noch einbauen gleich. Irgendwie. Machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. In dieser Folge machen wir noch eben die Klimaanlage über rein. Und der Offroader, der kommt in der nächsten Folge dran. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und sag dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.